Was für ein Tag. Vielleicht sogar der anstrengendste Tag meines Lebens. Ich bin total erledigt. An Tagen wie diesen kann man draufgehen. Diesen Tag haben wir überlebt. Der Sarichas-Strom ist einer der legendären Flüsse in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Der 33-jährige Tomas Marnič aus Lettland hat ein Team der weltbesten Extrem-Kajakfahrer zusammengestellt, um den legendären Sarichas-Strom zu befahren. Ziel der Expedition sind die Augen Gottes, eine mystische Felswand im Niemandsland zwischen Kirgisistan und China, die an ein übergroßes Gesicht erinnert. Zehn Tage werden die Extremsportler abgeschieden von jeglicher Zivilisation in tiefen und unzugänglichen Schluchten verbringen und unter freiem Himmel übernachten. Das Team muss sich zahlreichen Stromschnellen im absoluten Grenzbereich stellen. Ein Unterfangen, bei dem man sich keine Fehler erlauben kann.